Enjoy the summer! Mit dem neuen Golf Cabrio. And tell me, how will you enjoy the summer? Bauherr Klaus Hähnl mit seinen Mitarbeiterinnen. Und wir kommen nun zum Autotest zu diesem Wagen VW Golf Cabrio. Ja, normalerweise, Sie haben die letzten Wochen erlebt, kann man ja mit einem solchen Wagen offen in unseren Breitengraden zumindest nicht fahren. Aber im Studio dürfen wir uns erlauben, das Verdeck runterzunehmen sozusagen. Das geht eigentlich mit einem Handgriff. Drüben müsste man natürlich auch aufmachen. Dieser Wagen ist ein Automobil, dem die Jugend natürlich sehr viel, ja, nicht nur Vertrauen schenkt, sondern wo sie also geradezu begeistert mit dabei ist. Ich habe das in den letzten Wochen erlebt. Es ist aber auch ein Wagen, der einen sehr sonderbaren Preis hat, nämlich nicht etwa 20.995, sondern 21.005 Mark. Ein Wagen für die Freizeit, ein Wagen zum spaßigen Fahren, aber sicherlich kein Automobil für eine Familie mit viel Gepäck, die von Hamburg nach Rom reisen möchte. Was es im Einzelnen auf sich hat, was der Wagen hergibt, das sagt uns nun in seinem Test, in seinem gründlichen Test, Paul Frère. Das Volkswagenwerk hat dem seit über 30 Jahren gebauten Käfer Cabrio einen traditionstreuen Nachfolger gegeben. Das Golf Cabriolet auf der Basis des zweitürigen Golf. Wie sein Vorgänger kommt es aus dem Hause Karmann. Unkonventionelles Aussehen und Limousinenkomfort auch bei geschlossenem Verdeck. Das Verdeck ist dick, kälte- und wärmeisolierend und mit einer starren, beheizbaren Heckscheibe versehen. Es lässt sich, unterstützt durch Gasdruckfedern, mühelos von einer Person öffnen und auch ohne großen Kraftaufwand schnell wieder schließen. Dass es bei geöffneter Stellung hoch über dem Heck steht, gehört zur Originalität des Wagens, hat aber auch praktische Gründe. Das Platzangebot im Fahrgast- und Kofferraum bleibt voll erhalten. Eine zusätzliche Hülle schützt das Verdeck vor Staub und Erschütterungen. Auffallend am Golf Cabrio sind die zum Überrollbügel ausgebildeten Mittelpfosten. Sie dienen dem Unfallschutz und der unentbehrlichen Versteifung des Fahrzeuges als Ersatz für das Stahldach. Außerdem bieten die Mittelpfosten zweckmäßige Befestigungspunkte für die Gurte und geben den Seitenfenstern die notwendige Führung zur Vermeidung von Windgeräuschen. Für ein Cabrio einzigartig ist die von der Limousine übernommene Verbindung zwischen Koffer- und Fahrgastraum. Durch Umlegen der hinteren Sitzlehnen vergrößert sich der durch den kleinen Deckel zugängliche Kofferraum von bescheidenen 280 auf 617 Liter. Die konstruktionsbedingten Versteifungen und das luxuriöse Verdeck haben das Gewicht des Cabrios im Vergleich zur Limousine um 130 Kilogramm erhöht. Deshalb steht für diesen Wagen nur der 1,5 Liter Vergasermotor mit 51 kW gleich 70 PS oder der 1,6 Liter Einspritzmotor mit 81 kW gleich 110 PS zur Verfügung. Letzterer entspricht dem Golf GTI Motor und braucht Superbenzin. Unser Testwagen in der GLI-Ausführung ist mit diesem Einspritzmotor ausgerüstet. Seine Fahrleistungen liegen gewichtsbedingt zwar unter denen des Golf GTI, jedoch weit über dem Durchschnitt dieser Hubraumklasse. Von 0 auf 100 ist er in 10,1 Sekunden. Die Elastizität lässt wenig zu wünschen übrig. Von 80 auf 120 braucht er im fünften Gang nur 14,4 Sekunden, im vierten Gang sogar nur 10 Sekunden. Auch weniger schaltfreudige Fahrer können also mühelos und sicher überholen. Aber wer gern schaltet, hat am serienmäßigen neuen Fünfganggetriebe im GLI die reinste Freude. Für jede Situation gibt es den richtigen, leicht und präzise einzulegenden Gang. Auf der Autobahn gehört der GLI trotz seines bescheidenen Hubraumes zu den schnelleren Autos. Gestoppte 171,5 Kilometer Spitze.
Mit offenem Verdeck wird der Wagen zwar um etliche Kilometer langsamer, aber wer offen fährt, will ja auch in Ruhe Landschaft und Sonne genießen. Besonders hervorzuheben ist, dass bei geschlossenem Verdeck bis zu 130 Kilometer pro Stunde die Windgeräusche kaum aufdringlicher sind als in der Golflimousine. Und die lässt in dieser Hinsicht wenig zu wünschen übrig. Über diese Geschwindigkeit hinaus werden sie stärker, halten sich aber in Grenzen. Beim Beschleunigen aus niedrigeren Geschwindigkeiten ist das etwas kernige Auspuffgeräusch mitbestimmend, dass bei 100 Kilometer pro Stunde auf den Vordersitzen der Geräuschpegel 75 Dezibel A erreicht. Nicht nur hier im künstlichen Regen, sondern auch in der Praxis erwies sich das Cabrio im geschlossenen Zustand als absolut wasserdicht. Unangenehm ist nur, dass beim Öffnen der Türen Wasser vom nassen Dach in das Wageninnere rinnt. Vom Golf GTI hat das GLI Cabrio auch das sportliche, aber keineswegs unkomfortable Fahrwerk geerbt. GTI und GLI gehören zu den wenigen frontangetriebenen Fahrzeugen, die zumindest in schnellen Kurven im Grenzbereich leicht übersteuern, das heißt mit dem Heck aus der Kurve herausdringen. Dies setzt ein gewisses Maß an Fahrkönnen voraus. Damit ist auch erreicht, dass der Wagen in engeren Kurven nur wenig untersteuert und unerhört wendig bleibt. Der Grenzbereich liegt sehr hoch und wird bei normaler Fahrweise auf trockener Straße kaum erreicht. Der Aufbau neigt sich in der Kurve nur wenig und die relativ direkte Lenkung ist nur beim Parken etwas schwergängig. Auf Bodenwellen werden die guten Fahreigenschaften deutlich demonstriert. Für extrem schlechte Straßen ist die sportliche Auslegung natürlich weniger geeignet. Von Komfort kann hier keine Rede mehr sein. Das tiefgelegte Fahrwerk schlägt auch bei knapp 40 Kilometer pro Stunde gelegentlich heftig durch. Allerdings muss man die bei offenen Wagen meist mangelhafte Stabilität beim Golf Cabriolet als hervorragend bezeichnen. Von Verwindungen und Klappergeräuschen ist nichts zu merken. Die Seitenwindempfindlichkeit kann man allerdings nur als befriedigend bezeichnen. Bei 100 Stundenkilometer und gleich schnellem Seitenwind wich das geschlossene Cabrio im Mittel um 1,30 Meter von seiner Spur ab. Dank der vorn belüfteten Scheiben erfüllen die Bremsen auch bei starker Beanspruchung ihre Aufgabe gut. Unser Fading-Test, innerhalb von 2,5 Minuten 10-mal von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen und wieder auf 0 abbremsen, also praktisch 10 Vollbremsungen, ergab keine Probleme. Bei diesem Auto kann man die hohen Fahrleistungen mit gutem Gewissen ausnutzen. Von allen Golfmotoren ist der Einspritzer bei 120 km pro Stunde, Diesel ausgenommen, der sparsamste. Auch das relativ schwere Cabrio kommt unter den Normbedingungen mit erstaunlich wenig super aus. Bei 90 km pro Stunde konstant 7,1 Liter pro 100 Kilometer. Bei 120 konstant 9,0 Liter. Im Stadtzyklus 11,2 Liter. Im Durchschnitt also 9,1 Liter pro 100 Kilometer. Der Testverbrauch unseres durchweg schnell gefahrenen Autos betrug 10 Liter pro 100 Kilometer. Vergleichswerte liegen leider nicht vor, weil es in dieser Klasse einfach keine anderen viersitzigen offenen Wagen gibt. Auf der Basis des Durchschnittsverbrauchs von 9,1 Liter reicht der 40-Liter-Tank für 435 Kilometer. Im Stadtverkehr ist der kompakte und mit dem Einspritzmotor besonders spurtfreudige Golf ein recht praktisches Auto. Der relativ gute Wendekreis beträgt 10,30 Meter. Im Cabrio wird die Freude allerdings durch die schlechte Sicht nach hinten getrübt. Beim geschlossenen Verdeck liegt die Unterkante der Heckscheibe sehr hoch. Beim offenen Wagen ist die direkte Sicht nach hinten gleich null und der Innenspiegel lässt auch nur Dinge in weiterer Entfernung erkennen. Deshalb ist der serienmäßig gelieferte Außenspiegel auf der Beifahrerseite unentbehrlich, aber beim Einparken hilft er nur wenig.
Hier einige Ersatzteilpreise einschließlich Einbau. Vorderer Kotflügel, ca. 500 Mark. Vordere Stoßstange, ca. 220. Tür, ca. 890. Auspuffanlage, ca. 390 Mark. Die Inspektionsintervalle betragen 7500 Kilometer. Wiederholung der Messwerte. Von 0 auf 100, 10,1 Sekunden. Von 80 auf 120 im fünften Gang, 14,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit, 171,5 Kilometer pro Stunde. Seitenwindabweichung, 1,30 Meter. Wendekreis, 10,30 Meter. Innengeräuschmessung, 75 Dezibel A. Durchschnittsverbrauch, 9,1 Liter. Unverbindliche Preisempfehlung, 21.005 Mark ohne Extras. Für Frischluftfreunde ist der Wagen in beiden Motorversionen ein attraktives Fahrzeug, zumal er praktisch keine Konkurrenz hat. Die Formgestaltung des Golf Cabriolets erscheint, besonders im offenen Zustand, diskutabel. Unbedingt schön ist das hochliegende Verdeck nicht. Man könnte es sicher auch anders machen. Bei diesem kompakten Wagen ginge das allerdings zulasten der hinteren Sitzreihe, des Kofferraums sowie des Limousinenkomforts im geschlossenen Zustand. Man wollte nicht auf diese Vorteile verzichten. Zu Recht. Oh,